So, guten Morgen, liebe Angelfreunde. Wieder mal ein kleines Video von der Ostsee. Wir haben es Pfingstsonntag und ja, an der Ostküste, wo ich sonst immer fische, steht der Wind voll drauf seit Tagen. Macht also das Angeln nicht möglich. Bin jetzt an die Westküste gefahren, habe hier den dritten Auswurf und da hängt auch schon der erste Horn. Also schon wieder ab, der Horn nicht, schade. Also Fisch ist da. Es scheint ja, eine gute Stelle zu sein. Ihr könnt mich mal wieder begleiten und vielleicht den einen oder anderen Fisch im Dreh sehen. Ja, alleine bin ich nicht unterwegs. Hab hier noch drei Kollegen mit am Start. Ja, Bisse haben wir ohne Ende schon hier gerade. Der erste dreht auch. Rindfleisch scheint wieder der richtige Köder zu sein. Nur das Wetter spielt nicht mit. Also es kommt eine richtige Regenfront auf uns zu hier. Die ganzen Tage Sonne pur. Hat die Sonne wirklich komplett geknallt. Und genau heute haben wir Regen und bewölkt. Also mal gucken, ob es an uns vorbeizieht. Manchmal hat man Glück hier an der Küste. Und ansonsten hier habe ich einen Biss nach dem anderen. Aber ich muss mal schauen, ob das Rindfleisch sich vielleicht um die Hakenspitze gewickelt hat und somit die Fische nicht richtig hakt. Ansonsten kann das ein sehr erfolgreicher Tag sein hier. Jetzt startet der Regen. Also gucken wir mal, wie sich das so alles entwickelt. Ihr bleibt auf alle Fälle dran. So, wieder ein Fisch im Drill. Der Regen prasselt von oben und vorne machen die Hornechte ihre Tänzchen. Kein Riese, aber der Start ist gemacht. Nächsten Anfasser. Und Fisch hängt. Direkt vor den Füßen nochmal nachgeschnappt. Da ist er, wieder ein kleinerer. Aber der Mensch freut sich. Ja, und weiter. Rausfeuern, einkurbeln. Schön langsam das Ganze. Ihr seht da mal die Bewegung. Wenn es zuppelt, kurz einmal abwarten. Mehr ist es eigentlich nicht. Spirulino ist in dem Falle eigentlich wirklich nur die Beschwerung der ganzen Sache. Ihr merkt jeden Biss, gerade mit der geflochtenen Schnur, vorne an der Rutenspitze. Manchmal auch mal so eine schnelle Umdrehung, dann kommen oft danach direkt die Bisse. Kann sein, dass sie dadurch noch so ein bisschen gereizt werden. Ja, und ansonsten immer schön langsam weiterkurbeln, bis es dann irgendwann wieder rappelt. Ja, die Natur gibt nochmal ein schönes Spektakel. Ich weiß nicht, ob man es noch auf der Kamera erkennen kann, aber vor uns ein schöner Regenbogen, der sich übers Wasser zieht. Aber den Hornfischen ist das Wetter dann wieder auf einmal ein bisschen auf den Schnabel geschlagen. Denn zum Anfang war jeder Auswurf ein Biss. Und jetzt mal wieder eine ganze Zeit lang 10, 15 Würfe ohne jeden Anfasser. Also mal sehen, ob dann gleich wieder welche durchziehen hier.
was ich noch stark hoffen will. Und ja, man merkt halt, ne, es sind halt auch deutlich kleinere Hornhechte dabei. Nicht mehr nur die ganz fetten Weibchen. Also es wird auch nicht mehr lange dauern. Dann ist wahrscheinlich der Hornhecht auch schon wieder durch. Ja, hat schleppend angefangen. Und ja, dies ist ja alles ein bisschen sehr, sehr komisch. Also es war kein Verlass auf die üblichen Stellen. Man konnte jetzt auch nicht sagen, wenn der Horn nicht da ist, dann beißt er wirklich jeden Tag an den bekannten Stellen wie üblich. Sondern man musste wirklich immer wieder aufs Neue suchen. Aber man fiebert so die ganze Saison auf den ersten Hornhecht, den man immer wieder angeln kann. Und wenn man dann zwei, dreimal los war und auch seinen Fischgeigen mit Hornhechten gefüllt hatte, dann ist man der ganzen Sache schon wieder ein bisschen entspannter gegenüber. Da macht man nochmal so ein paar kleine Ausflüge für zwei, drei Stunden, wenn dann halt nichts geht. Dann geht an dieser Stelle nichts. Dann fahre ich auch nicht noch großartig andere Strände an. Dann bleibt es dabei. Ja, dann hofft man wieder auf die Tage, wo die Verhältnisse für die Meerforelle wieder passt. Und dann geht es mit der weiter. Aber jetzt kann man erstmal diesen schönen Regenbogen vor uns genießen. Im Hintergrund sieht man noch einen Leuchtturm, der gerade von der Sonne angestrahlt wird. Also wenn man auch so annähernd auf der Kamera so einfangen kann, was einem hier geboten wird, also das ist schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ja, meine Kollegen sieht man im Drill. Der eine hat gerade seinen Hornhecht versorgt. Die anderen beiden sind gerade noch am Drillen. Also jetzt kommt wohl gerade wieder ein Trupp. Und ratzfatz sind dann alle Ruten krumm. Ein herrliches Fischen. So, wieder ein paar Bisse hier direkt vor der Nase. Aber auch wieder losgelassen. Geht da nochmal hinterher. Und jetzt haben wir ihn. Schön Ballett macht er. Recht klein, aber gefangen. Tja, wieder Anfasser direkt vom Bauch hier. Aber sehr verhalten. Werde gleich mal das Rindfleisch abmachen und habe schon ein kleines Stückchen Hornhecht vom Bauchlappen abgezogen hier, dass da mal ein Haken hängt. Gucken, ob sie das Stückchen mehr mögen. Also man kann wirklich immer mal probieren, was, wann, wo, wie besser geht. Schauen wir mal, was der Köderwechsel bringt. Ja, erster Auswurf mit dem Fischfetzen. Brachte auch gleich Hornhecht. Der scheint auch ein bisschen besser zu sein hier. Ah, wieder ab, schade. Ja. Der war besser, aber leider gerade verloren. Ja, weiter geht's. Selben Fetzen noch dran. Auch das ist halt schön. Wenn man vom Hornhecht selber Fetzen nimmt, die Haut ist so fest. Die halten also wirklich sehr gut am Haken. Aber echt zickig, die Jungs.
Da wird wieder gedreht. Und diesmal auch wohl gelandet. Wieder Fehlbiss auf Fehlbiss hier. Direkt vom Bauch wieder. Da ist er nochmal hinterher gekommen. Und hängt auch. So, der nächste kleine Horny. Das Wetter wird nicht besser. Die Regenfront hier zieht so langsam um uns rum. Links von uns sieht es richtig heftig aus. Da kommt ordentlich was runter. Ja, den kompletten Tage immer praller Sonnenschein. Heute haben wir uns zum Angeln verabredet. Und es gallert. Ja, derzeit auch wieder ein Fehlbiss nach dem anderen. Aber jetzt hängt wieder einer. Nächste Hornecht im Drill. Auch wieder so ein Lüder. Die können auch mal ein paar aus der Hände rutschen hier, wenn sie vorne gehakt sind. Schwupp. So, da haben wir ihn. Und der fällt einen auch aus Versehen wieder runter. Denselben Fetzen wieder ran. Zweimal ein bisschen durchhaken. So reicht das völlig. Und weiter geht's. Oh, komm, ausgeworfen und die nächsten steigen ein hier. Jetzt scheint, und wieder losgelassen. Jetzt scheint ein kleiner Trupp da zu sein. Biss auf Biss. So macht's wieder Spaß. Trotz Regen. Im Wasser zu stehen. Und den Silberpfeil nachzustellen. Wie gesagt, leider auch die Größe jetzt recht klein. Aber alles, was vorne gehakt ist, kann man gut aussortieren. Macht somit auch keine Probleme. Ein paar werden wir mitnehmen. Und einige rutschen halt wieder rein. So, da haben wir nochmal so einen kleinen Balletttänzer dran hier. Der will es wissen. Und gelandet. Da haben wir das Stück. So, wieder einer. Scheint auch ein bisschen besser zu sein. Ja, jetzt schwimmt er mit. Und da ist er. Schön auf Fetzen. So, jetzt wieder einer gebissen. Sehr weit draußen. Hängt auch. Und ist gelandet. Macht ein Riesenspektakel hier. So, wieder weite Zuppelbisse draußen.
Und der nächste Fisch hängt. Ja, das wird dann so auch so ziemlich letzte Aufnahme erstmal sein. Ich glaube, der Akku zeigt nämlich an, dass er nicht mehr so richtig will. Aber man muss auch nicht jeden Hornigdrill miterleben. Soll ja auch nicht langweilig werden. Ich werde dann wahrscheinlich am Ende noch mal so ein Bild machen oder eine Aufnahme machen, wo man die gefangenen Hornhechte sieht. Die wird jedenfalls wieder schön gedrillt. So, hier noch mal von uns beiden hier die Ausbeute zu sehen. Fische sind entschuppt, danach noch mal gereinigt. Und jetzt müssen wir raus aus den nassen Klamotten und weg von diesem Wetter. Bis denn. So, meine Lieben, wir beenden jetzt hier das Angeln. Also, ein paar Hornis habe ich erwischt. Es gallert ohne Ende. Wir stellen das Angeln jetzt ein. Alle von uns haben eine gute Strecke gemacht. Und jetzt schüttet es wie aus Eimern. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Udo.